So, und wir sind am nächsten Tag, beziehungsweise der gleiche Tag für mich, der nächste Tag für euch. Ja, da bin ich spontan gestorben. Ich dachte mir, dann beende ich auch gleich die Aufnahme. Warum auch nicht? So, ich habe mich jetzt einfach mal zur Wüste begeben. Ja, das war wirklich ein ganzes Stückchen hier. Also, hat ein bisschen gedauert, also nicht so lange, da wir Gott sei Dank fliegen können. So, aber dann schauen wir doch mal. Ich befürchte, also ich habe mir die Query wieder mal angeguckt. Ich glaube ja, dass das vom Dark Crimson ist. Und so wie es scheint, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde das austesten müssen. Die Query, weiß nicht, ob ihr das besser wisst, hat einen Chunkloader. Also die ist gleichzeitig ein Chunkloader. Scheint zumindest so. Fände ich ein bisschen doof, aber ich habe halt nicht nachgedacht. Vielleicht kann man das auch ausschalten. Auch sagt nicht, der hat jetzt hier die ganzen Blaze Rods weggemopst. Ach, Rumble. Denk doch auch bitte an andere. Egal, wir bekämpfen hier Feuer-Pokémon. Zack. Windstoß. Nein. Also, ich denke mal, dass Flugattacken, genau wie Wasserattacken, jetzt sinnvoll wären. Netherrack, den brauche ich natürlich. Natürlich, so. Ja. Mano. Ich befürchte, er hat es echt getan. Das ist echt dämlich. Ich kam zum Glück auch recht fix zum Todespunkt zurück. Ich habe noch nicht sortiert. Ich habe jetzt einfach. Bin vorbeigeflattert, habe alles eingesammelt und bin weiter weg. Mit dem Dark Crimson nehmen wir vielleicht auch mal auf, sofern er sich an bestimmte Auflagen hält. Er ist im Teamspeak nicht gerade der, ich sag mal, ihr kennt die Leute, die bisschen zu sehr daneben sind. So einer ist er. Also er rülpst ins Mikro und das möchte ich natürlich nicht in meiner Aufnahme. Wer möchte das denn schon? So, aber irgendwie. Ich befürchte echt, er hat die ganze Wüste gemopst. Ich muss gleich vielleicht mal gucken, von welchem Pokémon wir. Versuche ich das jetzt mal zu fangen? Na, weiß nicht, fand ich das. Eine Attacke noch und wenn ich es vernichte, dann Pech. Okay. Beutel, Pokéball, Premiere Ball. Mal gucken. Ich vermute mal eher nicht. Ja, war klar. Windstoß, dann verrecke eben. Wir kriegen da auch Blaze Powder. Sehr schön. Also wir müssen ein Pokémon. Feuer-Pokémon klatschen. Das heißt, wir brauchen erstmal ein bisschen Wolle. Kriegen wir hier nicht. Ich habe ein Pokémon-Center auf dem Weg gesehen. Vielleicht flitze ich gleich dahin zurück. Dann kriegen wir wenigstens Wolle. Oder wir chillen hier einfach irgendwo rum. Und der hat echt. Also, wenn das jetzt Rumblebeast war, finde ich das nicht okay. Ganz ehrlich. Ist ja schön, dass er die Wüste gefunden hat, aber. Alles wegmopsen, dass keiner mehr was kriegt, finde ich nicht so schön. Zumal er sowieso ein Nether-Portal hat. Muss er in den Nether gehen. Das ist nur für die Anfänge hier. Ich hoffe, man kann die herstellen. Ich meine, ich klatsche jetzt gerne die Pokémon um, also die Feuer-Pokémon. Nur. Bringt ihr eigentlich auch was, seid ihr? Seid ihr Feuer-Pokémon? Ich kill euch mal. Ich sollte mal. Na, das ist schlecht. So. Denn ich brauche mein Flug-Pokémon ja noch. Das ist schon wieder ein. Das sind auf jeden Fall Feuerviecher. Na, da sind welche. Ja. Danke.
Ach, du bist ein Trainer. Ach, du Heilige, du bist ein Trainer. Mann, bist du fett. Level 40. Komm, den da versuchen wir mal. Beziehungsweise, nein, wir versuchen das Magma da oben. Ach, das ist süß. Niedrig im Level. Was? Nein, halt. Das wäre ja schön. Pflanzen-Pokémon gegen Feuer-Pokémon. Ich hätte bestimmt gewonnen. Falzen wir ihn mal weg. Sehr schön. Halt. Ich versuch's nochmal. Beutel, Pokéball, Premiere. Level 26 ist es ja nur. Könnten wir vielleicht Erfolg haben? Ne, leider nicht. Dann verrecke. So. Zwei Blaze Powder. So finde ich das schön. Ich brenne. Oh. Na, muss ich durch. Ja, du brennst. Ich weiß, dass du brennst. Hinter uns ist noch einer. Ich will die Pokémon noch vernichten. Ich muss mir ein Wasser-Pokémon holen. Ich glaube, wir lungern dann nochmal bei der Lily rum. Einfach mal so ein bisschen. Also ich. Relaxo wurde besiegt. Ja, toll. Ein Pflanzen-Pokémon. Das ist nicht so schön. So. Ich glaube, der ist vernichtet, ne? Ja. Es wird nicht weitergehen. Das heißt, ich kick mich kurz vom Server. Kick. X. Ups. Ich muss kurz Tag machen. X, der Paragon. So. Zack. Weg sind wir. Und gleich wieder drauf. Ist manchmal so. Bug. Müssen wir leider durch. Kann ich hier irgendwie noch draus machen? Nein, ich kann mir nur Blaze Powder holen. Okay. Fertig? Gut. Wie lange nehmen wir auf? 7 Minuten. Wow. Natürlich ist das andere jetzt weg. Och Mann. Was bist du denn? So, wo war das Pokémon Center? Da will ich jetzt hin. Pokémon Center, Pokémon Center, Pokémon Center. Da ist es. Ja, einfach mal. Punkt. Safe, safe. Was? Achso, 64. Safe. Gut. Da müssen wir jetzt hin. Ja, los geht's. Also müssen wir Pokémon jagen. Ich fliege mit euch jetzt einfach mal zum Pokémon Center. Da können wir dann schlafen. Das wäre irgendwie was Flammiges. Also Feuer-Pokémon klatschen ist ja nicht so schwer jetzt. Ich hätte mir eh gewünscht, dass die Feuer-Pokémon einfach im Nether sind. Aber ich weiß auch nicht, warum das nicht gemacht wurde. Ich liebe diese Eingänge. Ja. Wo ist der Eingang? Hallo, Carpador. Auch bist du klein. Oh. Kann es sein, dass hier ständig Viehzeug rumsteht? So. Wir entführen kurz ein bisschen Wolle. Machen uns ein Bett. Heilen unsere Pokémon. Zack. Haben wir Holz mit? Reedwood. Funktioniert doch bestimmt auch, oder? Kann ich? Ja. Gut. Haben wir eine Werkbank. Noch ein bisschen Holz. Oder Greatwood. Entschuldigung. Greed war falsch. So. Und schlafen. Und dann huschen wir auch gleich wieder zur Wüste und klatschen wieder Pokémon. Ich mach das mal so. Das Schwert kommt man doch lieber auf die 1.
Ich habe doch Zombies gesehen, oder nicht? Also das nehme ich mit. Die klaue ich ja gerne überall. Habe ich sie eingesammelt? Irgendwie nicht. Hallo? Ach, sag nicht. Nee. Ich dachte schon, der Server abgestürzt. Nein. Ja, passiert zwischendurch auch. Den Bug kann ich aber irgendwie nicht finden. Schon doof. Wir nehmen unser Bett mit. Ha! Wir pennen einfach in der Wüste. Farmen in dieser Folge einfach mal ein paar Blaze Rods. Sollte ja nichts nicht so lang dauern, hoffe ich. So. Na, hoch hier. Wir haben die roten Samen nicht eingesammelt. Was, sind die da runtergefallen? Nee, kann ja nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das abgebaut habe. Vielleicht kann da auch keine rauskommen. Keine bis irgendwas. Es ist auch so eine Art Pflanze. Wir laufen in die falsche Richtung. Da lang. Ach, ich habe doch keine Zeit dafür. Mensch. Ich brauche Blaze Rods. World Save in bla 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 Sekunden. Und pling, World Save. So, hallo Wüste. Da bin ich wieder. Ich muss dann auch mal gucken, ob und wie ich mir dann hier diese Dingens die ganze Zeit hole. Vielleicht. Na, mir fällt da schon was ein. Ich muss das mal testen. Ja, ihr wisst natürlich nicht, wovon ich rede. War nicht so wichtig. Was bist du? Bist du ein Feuer-Pokémon? Wollte ich jetzt doch testen. Scheinbar verlierst du gar nichts, okay. Nö. Der verliert nichts. So, wir brauchen. Da hinten ist einer. Du bist doch auch ein Feuer-Pokémon, oder nicht? Du bist doch auch. Schön Blaze Rods verlieren, oder nicht? Ne? Ein Steak. Oh, okay. Hallo? Warte auf mich. Ich komme. Nein, so weit kann ich nicht werfen. Welches Level hast du denn? 26. Du bist mir viel zu groß. Ich will dich gar nicht fangen. Jetzt halt doch still. Mensch. Bringt Ruckzuckhieb bei den Meer? Ja, auf jeden Fall. Blaze Powder, so. So läuft's doch. Gut. Auch mehr von denen. Aber ich habe mir sowas schon gedacht, dass Feuer-Pokémon Blaze Rods haben. Ich habe das jetzt nicht geguckt, das war jetzt rein intuitiv. Ist das ein gebratenes Steak? Jo. Okay. Das sind gebratene Steaks fallen. Das finde ich gut. Sind halt heiße Typen. So, hallo. Ich will dir vielleicht irgendein. Was lässt du eigentlich so fallen? Hm. Scheinbar nix. Kann aber auch Zufall sein. Hier kann man auch ein bisschen Öl holen. Ich teste nochmal hier. So, zack, Deckel. Na, ich hätte lieber Ruckzuckhieb machen sollen. Nichts. Weil die sind, denke ich mal, zu klein. Ne, das waren die Staker, ne? Ich nenne sie jetzt einfach Staker. Knospi ist schlecht. Relaxo. Danke. Walzer. Wir tanzen. Zack. Ach doch, Blaze Powder. Ja. Besteht also auch die Chance auf Blaze Powder. Oh. Sollte man Relaxo draufwerfen.
Blaze Powder fangen mit Pokémon. Jetzt weiß ich, immerhin habe ich schon mal einen Namen für die Folge. Ich kann sie schön Blaze Powder sammeln nennen. Nochmal zwei. So mag ich das. Wasser-Pokémon werden natürlich effektiver, aber Relaxo tut's auch. Walzer, Walzer, Walzer. Blaze Powder. Sehr schön. Gut. Ich denke mal, na, ein bisschen machen wir noch. Wie lange haben wir? 15 Minuten. Da geht noch. Da geht noch ein oder zwei. Ja, also ein lecker Steak hier. Was hast du denn eigentlich so? Lässt du bestimmt irgendwas fallen? Ich schätze mal Erze. Ups, das war falsch. Walzer, bitte. Sand. Ja. Schwierig zu bekommen hier. Ich wüsste jetzt auch nicht so spontan, wo ich Sand finden würde. Gott sei Dank droppen das auch die Pokémon. Du bist doch auch ein Feuer-Pokémon, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. So, weiter geht's. Wir nehmen uns noch gleich auch ein paar Kakteen mit, glaube ich. Einfach, weil es geht. So, reicht. Können wir vermehren. Später. Ach, wobei, kommen wir noch ein bisschen mit. Aber 5 reicht. So. Wir brauchen Feuer-Pokémon. Da haben wir welche. Mit welchem meine ich einen? Hallo, du sollst walzern. Dankeschön. Tanz den Walzer mit ihm. Ein Steak schon wieder. Ich will kein Steak, ich will Blaze Powder. Zack. 3 Blaze Powder. Sehr schön. Wie viel brauchen wir für ein Stick? Ich guck mal kurz. Ender. Endertank. 4 Stück brauchen wir. A5. Okay. Das macht 20. Ja, die haben wir ja fast. Och, bist du süß. Savage. Ja, ja. Press mich an, ich hab's verstanden. Lass mich in Ruhe. Ich brauche etwas, das Blaze Powder fallen lässt. Ich glaube, wir marschieren in der Nacht doch lieber zum Pokémon Center. Denn dann können wir auch unsere Pokémon heilen. Muss noch zusehen, wie dass ich mir Heiltränke mache. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Aber wir essen alle Pokémon leer, ne? Also. Bäh. Hätte Ash das gemacht, hätte keiner Pokémon geguckt, glaube ich. Aber realistisch ist es. Irgendwie müssen die ja Fleisch auch zu sich nehmen und es gibt nur Pokémon. Und wenn es nur Pokémon gibt, kann man nur Pokémon essen. Und Wurf und. Ja, mit Steak darf ich auch nicht, entschuldige. Du bist ein Elektro-Pokémon. Na, was ist das? Was ist das? Das ist so eine. Ja. So. Das hat gedroppt. 3 Stück. Sehr schön. Geh mal weg. Hat das auch? Hast du das geklaut? Mistviech. Haben wir noch mehr von denen, oder? Hm. Den Hypno. Wurde besiegt. Ist ja okay. Wir nehmen mal unser Visaflor. Tackle. Okay, noch ein Tackle. Fuck. Naja. Nicht schlimm. Hab zwar Fuck gesagt, aber so Fuck war es gar nicht. Wenn es schön gewesen ist zu fangen. Ich mag diese Einzelentwicklung Viecher. Hallo Pummel. Geh weg, Pummel. Pummel woanders. Keine Lust zu schlafen. Ach, natürlich. So ein kleines Mistviech. Level 6 greift mich an. Ja. Die hätten vielleicht doch eine kleine Abfrage reinmachen sollen. Einfach random. Gut, und schlafen. Ach, wir sind doof. Beziehungsweise ich bin doof.
Ich muss doch gar nicht schlafen. Aber egal. Während ich jetzt schlafen gehe, sage ich einfach mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt immer schön Bambus. Bis zum nächsten Mal, euer Schlafagorn. Paragorn. Und tschüss. Ich fahre jetzt noch ein bisschen Blaze Powder und dann laufe ich auch nach Hause. Gute Nacht.